Seid ihr bereit, ein Zugdepot anzugreifen und ein paar Satelliten zu stehlen und das Ganze auf der höchsten Schwierigkeit Overkill? Dann seid ihr richtig bei Payday 3 beim Torbit-Bahnhof. Diese Mission haben wir bereits gespielt auf der niedrigsten Schwierigkeit. Also versuchen wir uns doch mal an der höchsten Schwierigkeit. Das größte Problem an dieser Schwierigkeit ist tatsächlich, dass wir einerseits unzerstörbare Kameras haben und andererseits lassen sich diese unzerstörbaren Kameras nicht hacken. Das Problem hatten wir schon mal bei einer Mission. Ich glaube, das war Golden Shark. Jetzt haben wir das schon wieder. Und ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wie wir das unten im Untergrund machen sollen. Jetzt hier im Obergrund haben wir eh nur die hässlichen Drohnen hier rumfliegen. Das ist okay. Aber im Untergrund habe ich gar keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich habe mich jetzt mal hier durchbewegt. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht entdeckt von hinten. Denn er hat was gehört. Er hat was gehört und wir haben uns tatsächlich hier durchbewegt. Sehr, sehr stark. Und was wir hier genau machen, weiß ich noch nicht. Aber erstmal hier auf die andere Seite kommen, ist, glaube ich, ein ganz guter erster Beginn und Start. Oh. Du bist doch bestimmt der Manager, den wir brauchen. Für... Ja, du bist der Manager, den wir brauchen für die Tür unten. Für das elektrische... Für die ferngesteuerte Tür im Zug. Das Problem ist... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wenn wir jetzt hier reingehen und ob das ein guter Ort ist, wo wir dich festgenommen haben. Wir müssen wahrscheinlich sowieso ein paar Mal neu starten, aber ich wollte das jetzt, diese Chance nicht entgehen lassen, dass wir uns ihn schnappen können. Da hinten ist dieser Kollege, eventuell hat der, ja, hat er hier ein Telefon, was wir hacken können. Das nehmen wir natürlich mit. Und eventuell wird er das auch überleben. Ich denke mal nicht. Denn er hat zu Ende geraucht. Nee, er zündet sich eine neue an. Alles gut, wir hacken ihn kurz. Wunderbar. Und wir wollen natürlich die Komplexität ein bisschen rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Das heißt, dich nehme ich auch mit. Und dich werden wir jetzt auch gleich irgendwo unterbringen, wo dich keiner sieht. Hier hinter zum Beispiel. Na, oder lieber hier runterbringen. Lieber runterbringen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, genau. Ich glaube, das größte Problem bei dieser Map ist tatsächlich, dass wir keine Möglichkeit haben... irgendwie die Kameras auszuschalten. Es sei denn, es gibt einen Security-Raum und dort können wir dann den Wachmann beseitigen. Als wir die Mission gespielt haben, haben wir einen solchen Security-Raum aber leider nicht gefunden. Das ist natürlich ein Problem. Von hier können wir das nicht öffnen. Da ist eine Guard... die uns hier im besten Fall nicht sieht. Das ist okay. Dann haben wir hier so ein Panel, was wir hacken können. Haben wir noch nicht. Okay, es ist spannend. Es ist sehr, sehr spannend. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich hiervon halten soll von Overkill. Denn ich weiß noch nicht so richtig, wann und wo die Herausforderung kommt. Ich weiß auch noch nicht, ob es eine leitende Wache gibt. Eigentlich steht das immer dabei bei Overkill. Dieses Mal stand es nicht dabei. Es könnte sein, dass es hier keine leitende Wache gibt. Und dass die Schwierigkeit quasi darin besteht... Dass die Schwierigkeit quasi darin besteht... Oh Gott. Dass wir... Mind the guard. Watch the guard. Die Kameras nicht hacken können. Guard.
So, haben wir hier einen Satelliten? Ja. Und wir haben den QR-Code doch, oder? Okay, das war fast schon zu einfach. Oh, ich hoffe einfach, dass wir keine ferngesteuerte Tür haben, sondern zum Beispiel diese SSD. Das wäre, glaube ich, deutlich einfacher. Aber wir haben jetzt schon mal einen von zwei Satelliten geholt. Das ging jetzt deutlich einfacher als gedacht. Da sind zu viele. Ich würde tatsächlich den Weg zurückgehen, den wir auch reingekommen sind. Da haben wir halt nur diese süße Guard. Und dann müssen wir noch den anderen Container finden und herausfinden, wie wir dann an den Satelliten rankommen. Aber bis hierhin läuft das Ganze doch erstaunlich einfach. Da hatten wir mehr Probleme, als wir es auf normal gespielt haben. Wenn du dich gleich umdrehst, ich hasse mein ganzes Leben. Ah ja. Das war zu erwarten. Wir könnten ein Funkgerät hacken, aber ich wüsste nicht, wohin dann danach. Und da hinten könnte ja auch noch jemand sein. Das machen wir lieber noch nicht. Das machen wir lieber noch nicht. Geduld ist eine Tugend, insbesondere bei Payday 3. Insbesondere auf der höchsten Schwierigkeit Overkill. Bitte sieh mich nicht. Er sieht mich nicht. Wunderbar. Sehr schön. Einen können wir auch killen. Danach wird es kritisch auf Overkill, zumal wir auch schon Geiseln versteckt haben. Das ist weniger gut. Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Ja, das ist weniger gut, wenn es Geiseln gibt zu finden und die Leute dann in den Durchsuchen-Modus kommen. Ehrlich gesagt habe ich gerade keine Ahnung, wo wir sind. Gott, ich dachte, hier wäre eine Guard. Ja, okay. Ersten Komponenten haben wir gesaved. Jetzt müssen wir noch den zweiten Waggon finden. Und im schlimmsten Fall müssen wir dann runter. Wahrscheinlich ist das eine ferngesteuerte Tür. Das wäre sonst, glaube ich, zu einfach. Das heißt, wir haben den einfachen Teil gerade abgeschlossen. Der schwere Teil kommt aber noch. Und wie gesagt, der besteht aus zwei Teilen. Erstens den richtigen Waggon finden. Zweitens dann an die Komponente rankommen. Also hier links habe ich, glaube ich, nochmal einen gelben Schalter gesehen. Habe ich den hier gesehen? Nee. Ich dachte, hier hätten wir eben einen gesehen an dem Waggon. Ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Wir können natürlich auch über die Züge rüber. Oben lang gehen. Könnte natürlich auch gut sein, um vielleicht am Ende abzuhauen. Wobei ich gerade den Weg, den wir zurückgegangen sind, schon für relativ sicher halte. Meine Guard. Weil wir auch viel unterm Zug sein können. Und uns das natürlich einiges bringt. Auf Overkill können wir nur... Oh Gott. Auf Overkill können wir nur zwei Wachen töten. Deswegen erspare ich uns jetzt schon mal den ersten Kill. Diese Drohnen, die machen mich weniger verrückt, als sie es tun sollten wahrscheinlich. God. Wie gesagt, ich habe eher Angst vor den... Oh, Keycard, sehr gut. Ich habe eher Angst vor den... Ich kann hier nicht hoch. Och, Quatsch. Doch. Ich habe eher Angst vor den Kameras. Guard.
So, hier ist so ein gelbes Ding. Das holen wir uns mal. Da hinten kommt eine Guard. Und wir gucken mal, ob wir hier schon richtig sind. Ja, wir sind hier richtig. Ferngesteuert. Das war logisch, oder? Dass es die ferngesteuerte Tür ist. Oh mein Gott, das war sehr knapp. Das war so klar, dass es diese blöde ferngesteuerte Tür ist. Das heißt, wir müssen jetzt in den Untergrund mit der Geisel an den Kameras vorbei, die wir weder zerstören noch hacken können. Und dann auf Zeit hier hoch und dann auf Zeit das Ding holen. Oh mein Gott. Das wird nie einfach. Ich glaube, das wird super schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinbekommen werde. Habe ich schon ein paar Mal gesagt auf Overkill, weil das Spiel einfach super schwer ist auf Overkill. Aber klar, es soll ja eine Herausforderung sein. Es ist die höchste Schwierigkeit eines schweren Spiels, wobei Overkill empfohlen wird. Oh mein Gott. Wobei Overkill tatsächlich sogar empfohlen wird, dass man das zu viert spielt, dass man die Map sehr gut kennen muss, dass man alle Fähigkeiten freigeschaltet haben soll. Das ist nicht umsonst Overkill. Dann knacken wir mal hier diese Tür. Sehr schön. Ich lasse ihn nochmal hier. Wir gucken uns erstmal an, wie es hier aussieht. Kamera. Zivilist. Okay, wir kommen gar nicht durch. Können wir uns hier denn zumindest Geschwindigkeit holen? Bekommen wir Tempo, wenn wir über euch rüberlaufen? Nein. Nur bei normalen Zivilisten. Oha, ist das schwierig. Hey. Oh mein Gott, da kommt jemand. Oh no. Weg von der Kamera. Sehr gut. Komplexität wegnehmen. Das ist erstmal das Wichtigste. Je weniger Menschen, desto weniger komplex wird die Angelegenheit. So wollen wir das machen, genauso. Und wieder rein ins Vergnügen. Kamera. Oh mein Gott. Kamera, over there. Oh, das ist schwierig. Aber auch hier könnten wir versuchen, dann die Komplexität rauszunehmen, indem wir ihn rausnehmen. Ich könnte mal rennen, mit der Hoffnung, dass er hierher kommt und das hört. Nee. Okay, er ist weg. Wir können uns auch gleich nach vorne bewegen. Versuchen hier reinzugehen, in die Tür. Und zu hoffen, dass er da gleich reingeht. Komm schon, beeil dich. Schnell, 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 schnell. Da ist schon die nächste Kamera. Puh, das ist jetzt echt knapp mit den Zivilisten, die hier gleich wahrscheinlich wieder langlaufen. Knacken, 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 rein.
Hoi, war das knapp. Das heißt, wir können uns den da auch snacken. Zwischendurch. Hier ist jemand. Oder? Ich habe doch gerade ein Fragezeichen gesehen, oder nicht? Ja. Gehen die hier rein oder nicht? Ich glaube, dass in unserer Session, in der normalen Session, hier jemand reingegangen ist. Ich würde es tatsächlich sogar abwarten wollen, dass wir uns den dann hier schnappen können. Für euch gibt es mal einen kleinen Cut und ihr seht dann, wenn es hier weitergehen sollte. Und da kommt er, der Cut. Schneller als erwartet. Leider mussten wir einen Zivilisten töten. Aber ich wollte hier kein Risiko eingehen. Okay. Das heißt, wir haben Zivilisten und einen Wachmann rausgenommen an Komplexität. Ein zweiter Wachmann wird mindestens ein zweiter wird sein, bei dem Computer, wo wir die Fernsteuerung steuern können. Ja. Und ist es die Tür? Oder ist es nochmal eine andere Doppeltür gewesen? Können wir auch noch Solarpanels und so rausholen? Das ist komplett uninteressant für mich. Auf Overkill. Und da ist noch ein Zivilist auf jeden Fall. Okay. Können wir den hier vielleicht gleich snacken? Im besten Fall ja. Deswegen mache ich nochmal einen kurzen Cut, warte hier, bis er hier vorbeiläuft. Ich hoffe, das ist genau der. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald er kommt. So, ich habe den Zivilisten mal ein bisschen beobachtet und ich weiß jetzt, dass er dort drüben hier reinläuft. In dieses Konstrukt hier links. Und jetzt möchte ich da mal reinlaufen. Und schauen, ob wir ihn dort rausfischen können. Dort hinten ist natürlich wieder eine Kamera. Die könnten wir eventuell umlaufen. Wie wir es schon die ganze Zeit tun. Da kommt er raus. Eine Kamera kommt raus. Ein Wachmann kommt raus. Das ist sehr schlecht. Ich dachte, wir hätten hier alle Wachmänner. Das heißt, es gibt noch einen weiteren Wachmann. Da hinten müssen wir, glaube ich, rein. Es gibt noch einen weiteren Wachmann. Oh Mann. Den müssen wir umrunden. Kriegen wir das hin? Und das ist der Zivilist. Kommen wir da hinten hin? Ohne an ihm oder dem Wachmann vorbeizugehen. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob wir das hinbekommen, ehrlich gesagt. Wir versuchen es. Noch einen Wachmann dürfen wir nicht töten. Das ist ja die Kacke. Auf normal. Wir probieren es aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht klappt. Ist das schwer? Ich weiß aber nicht, was wir sonst tun können, sollen oder müssen. Um das hinzubekommen. Das ist ja ultra schwer. Allein in der Theorie wüsste ich gerade nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Ich weiß es noch nicht mal in der Theorie. Bleib da liegen, mein Freund. Beweg dich nicht. Nicht bewegen. So, und jetzt gehen wir hier rein. Puh, ist das schwierig.
Irgendjemand hat mich gerade gesehen oder fast gesehen. Wie ist das möglich? Ach so, das war er. Das war er selber. Ja, alles klar. Okay, da ist eine Kamera. Ach, das ist die Kamera, genau. Den Zivilisten noch wegbekämen. Das wäre echt gut. Aber ich glaube da noch nicht so richtig dran. Hier noch ein Wachmann unterwegs ist. Und wenn wir den töten und dann den anderen, dann kommen wir in den Durchsuchungsmodus und dann werden hier nämlich die Geiseln gefunden. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen so an ihm vorbei. Vielleicht warten wir ab, bis er sich hier nochmal verlaufen hat. Genau. Dass wir dann quasi... weitergehen. Wenn die beiden nicht mehr am Start sind. So, jetzt. Ob das klappt? Keine Ahnung. Aber wir müssen es ja versuchen. Das bin ich euch und mir schuldig. Okay. Es ist super spannend. Es ist super spannend. Wir gehen jetzt hier unter die Kamera. Okay, irgendwas ist da. Irgendwas ist da hinten. Ja, wir haben es verkackt. Wir haben es leider nicht hinbekommen. Ja. Schade. Raubüberfall abbrechen. Schade. Die Frage ist, wie machen wir das? Mit ihm nicht bis hier hinkommen. Also es ist schon möglich. Und dann haben wir ja hier auch noch einen drin. Für ihn müssen wir quasi auch noch ein bisschen was übrig halten. Ja, schwierig. Richtig schwierig. Wir gehen mal auf Level neu starten. Und probieren das nochmal aus. Wir haben jetzt viel Zeit hier rein versenkt. Mit dem ersten Versuch. Aber es war halt auch ein richtig guter Versuch. Wir haben alles gegeben, wir haben richtig viel ausprobiert und es war auch echt gut bis dahin. Ich glaube, der Anfang war gar nicht schlecht, den wir gemacht haben. Aber wir sollten vielleicht erst das da unten machen, weil das nochmal schwieriger ist. Eventuell kriegen wir das dann... hin. Oh, das ist so schwierig.
weil wir wirklich drei Leute töten. Hab gerade überlegt, vielleicht gehen wir darauf, dass sie auf Durchsuchen gehen. Das wird aber andere Sachen schwerer machen. Wir können es versuchen, unten jetzt alles rauszunehmen, damit sie auf Durchsuchen gehen. Oh, da sind wir entdeckt worden. Nochmal auf Neustart. Da war ich jetzt zu übereifrig, weil ich dachte eben, oh, wir haben ja eben diesen Weg auch genommen und das hat halbwegs funktioniert. Ja, die laufen halt nicht immer dieselben Routen. Okay, was machen wir? Wollen wir es wirklich ausprobieren? Unten mal alle drei Wachmänner töten. Dann kommen wir auf jeden Fall an den Kameras vorbei. Wir können es ausprobieren. Wir können es wirklich mal ausprobieren. Das machen wir auch. Hier war die Keycard. Können wir hier hacken? Nein. Oh, der hat was gehört. Das ist nicht gut. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. Ist uns alles egal. Sehr schön. Alles nur nicht stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob das reicht von der Zeit. Wahrscheinlich nicht. Nee, es reicht bei weitem nicht. Nochmal in die Neustadt rein. Okay. Vorsichtig vorgehen. Nicht übereilen. Das ist natürlich immer das Problem. Wenn man eins so weit gekommen ist, dann will man so schnell wie möglich wieder an diesen Punkt zurück. Das geht leider nicht. Payday 3 ist ein Spiel, da kann man nicht speichern. Da kann man nicht laden. Man muss jedes Mal wieder alles von vorne so schaffen und bewältigen. Und da gehört dazu, dass man manchmal auch einfach abwartet. Und da nehme ich euch jetzt nochmal ganz kurz mit. Ich werde euch jetzt natürlich nicht immer beim Neustarten mitnehmen. Aber ich nehme euch da einmal kurz mit, damit ihr diesen Schmerz miterlebt, dass es so gut lief und wir jetzt leider leider zurückgeschlagen wurden. Das ging mir aber alles hin. Das ging mir wirklich alles hin. Bin ich guter Dinge. So. Weiter. So, dein Funkgerät hacken wir, dann können wir rennen. Und das ist der, der eben da stand. Wie gesagt, die gehen halt immer anders. Aber da ist noch jemand. Anscheinend. Könnte wieder nicht klappen. Ich ziehe trotzdem durch. Das hat funktioniert. Jetzt gehen wir runter. Snacken uns ihn. Er ist nicht da. Egal. Wir holen ihn uns noch. Da wäre jemand anderes am Start. Ja. Okay, it's on. Shit. Dann nehmen wir die beiden schon mal mit. Let me go. Du wirst gefesselt. Dich wollen wir später mitnehmen. Dich hätte ich ganz gern komplett entsorgt, dass man dich nicht finden kann. Das geht leider nicht. Dann müssen wir dich so gut wie möglich verstecken, dass dich keine Wache findet. Ob das hier ein gutes Versteck für dich ist, ich habe absolut keine Ahnung.
Okay, dann werden wir das hier unten einmal ausprobieren. God. Hey, let go. Und hier schon mal ein bisschen die Komplexität rausnehmen. Sehr gut. Dann haben wir gleich noch den Wachmann. Den anderen Wachmann. Die Putzkraft. Und dann sollten wir tatsächlich nur noch die Kameras gegen uns haben. Ich mache hier allgemein so ein bisschen Lärm, denn wenn der Wachmann auf mich aufmerksam werden sollte, weil ich laut bin, dann habe ich nichts dagegen. Weil er dann ja hier reinkommen würde, aber das klappt anscheinend irgendwie nie, wenn wir das versuchen. Okay. Das hat die Kamera sicherlich gesehen und wir sind aufgeflogen. So ein Mist aber auch. Ich nehme euch wieder mit rein, sobald wir dort angekommen sind. Da sind wir wieder. Ich habe den Wachmann ausgeschaltet und diesen Zivilisten dort drüben. Außerdem haben wir zwei Zivilisten zusammengefaltet und dann natürlich den Manager, den wir natürlich auch brauchen. Das heißt, wir haben jetzt ordentlich Leute schon mal rausgeholt. Das ist gut, das müssen wir auch. Die Sache ist nur, wir müssen jetzt die Körper gut verstauen. Ich weiß gerade nur nicht, wo wir reinkamen und wo wir raus müssen. Wir müssen die Körper gut verstauen. Aus dem Grund, weil wir jetzt darauf pokern, dass wir auf den Durchsuchen in die Durchsuchung kommen und dann werden sie hier alles durchsuchen, wie es schon so schön heißt. Und ich hoffe mal, dass sie hier hinten nicht hinschauen. Könnte sein, dass sie hier hinschauen. Aber dann habe ich mein Bestes gegeben. Können wir Tote eigentlich rüberwerfen? Über die Reling rüber? Ich glaube nicht, oder? Das würde einiges vereinfachen, aber ich glaube, es geht leider nicht. So. Na komm schon. Bewegen Sie sich weg, ich muss nur eine Leiche beseitigen. Super, super wichtig. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Und ich werde mich gleich wahrscheinlich durch die Lüftungsschächte unten bewegen. Ich glaube, das sollte uns dann helfen, den anderen Wachmann und den anderen Zivilisten zu beseitigen. Na, wir warten mal kurz ab. Da hinten ist der andere Wachmann übrigens. Dann gucken wir mal, dass wir ihn an einem schönen Ort ausfindig machen. Da. Hier kann man perfekte Körper beseitigen. Aber wir haben letztes Mal schon ausprobiert, wir kriegen die Körper hier nicht runter. Von daher ist das eigentlich irrelevant. Da ist eine Kamera. Wo ist jetzt der Wachmann? Ja,
Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn leider nicht. Kamera. Aber wir sollten jetzt gleich hier hochgehen. Dann hier reingehen. Ja, da ist er jetzt. God. Huiuiuiuiui. Ihn müssen wir auf jeden Fall noch beseitigen. Und er kommt jetzt hier lang. Hui, das hat er fast mitbekommen. Hey, watch the guard. Guard. Aber halt auch nur fast. Jetzt hat er uns. You, over there. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und hier rein. Oh Gott. Everything's good here. No burglars or anything like that. Everything is extremely ordinary. Nothing to worry about. Really? Well, I guess I'll take your word for it. Oh mein Gott, war das knapp, ihr Lieben. Die Sache ist nur, wir haben hier noch eine Putzkraft rumschleichen. Und ich weiß noch nicht, wo sie ist. Ich glaube, die kommt auch hier manchmal rein. Deswegen behalten wir ihn mal auf der Schulter. Damit die Leiche nicht gefunden werden kann. Blöd wäre nur, wenn wir ihm gleich in die Arme laufen. Aber da lässt sich jetzt gerade nicht viel gegen tun. Okay, hier haben wir noch so einen Gang nach oben. Den kenne ich auch noch aus unserer normalen Mission. Weiß aber nicht mehr ganz genau, wo der hinführte. Hier hin. Und hier glaube ich direkt zum Auto. Okay. Wir können also auch über den Untergrund dann zum Auto gehen. Insbesondere wenn wir alle Widrigkeiten zerstört haben. Uiuiuiui. Könnte es vielleicht sein, dass die Putzkraft vielleicht doch schon weg ist? Vielleicht haben wir die doch schon weggemacht. Ich hab die jetzt Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Was natürlich gut für uns ist. Aber die soll uns gleich nicht über den Weg laufen, wenn wir die Geisel mitnehmen. Okay, okay, okay. Bis hierhin haben wir es geschafft. So, mein Freund. Du wirst gleich die Fernsteuerung. Wobei.
Wir haben den Zug ja noch gar nicht geöffnet, wo wir die Fernsteuerung brauchen, oder? Wir haben jetzt hier unten alles vorbereitet, dass wir dich dorthin bringen können. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal... Ja, wir sollten jetzt erstmal den anderen Satellit holen. Sollten hier wieder warten, bis der eine rausgeht. Und dann den anderen Satellit schon komplett holen. Den anderen Zug schon öffnen. Da ist er auch schon. Und als allerletztes das machen, was die Durchsuchung auslösen kann. Und zwar die dritte Wache töten. Und dann nicht an das Funkgerät gehen. Huiuiui. Das wird echt... Das wird echt eine Herausforderung. Also in der Theorie ist es möglich. In der Praxis stelle ich es mir sehr schwer vor, ehrlich gesagt. So, dich fesseln wir. Dann haben wir hier auch echt schon einen kleinen Haufen gebildet. Mir macht die Putzkraft ein bisschen Sorge. Ist sie noch da? Die könnte uns halt alles zerstören später. Okay. Wir haben den QR-Code. Und ich weiß noch ungefähr, wo der Waggon war. Nicht mehr exakt genau, aber ungefähr. Gehen jetzt vorsichtig vor, weil wir haben schon viel geschafft und ich habe keine Lust, das nochmal mit euch zu machen. Nicht euretwegen, sondern der Frustration wegen. So, das müsste der hier gewesen sein, oder? Ich glaube, das war dieser Waggon hier. Oder war... Das war der doch, oder nicht? Ich glaube, der hier war's. Da ist eine Guard. Da ist eine Guard. Puh. Das haben wir. Das haben wir, meine Lieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den haben wir eingepackt. So. Jetzt geht's zurück. Watch the guard. Jetzt geht's zurück und wir müssen schon mal den Zug öffnen, wo wir gleich die Fernsteuerung hinmachen. Denn dann muss sowieso alles relativ schnell gehen, weil der Feind geht ja dann in die Durchsuchung rein. God. Mind the guard. Die sind echt viel unterwegs. Wir sind echt, echt viele unterwegs. Er telefoniert. Das macht mich so selbstbewusst, dass wir hier weitergehen. Hier müsste er sein, oder? Ja, da ist er. Die Frage ist, hatten wir nicht hier sogar den Container, den wir brauchen? Oder war das hier? Wir checken das nochmal ganz kurz. Wir müssen ja eh alles schaffen. Er geht sogar noch weiter. Ne, das ist gar nicht der richtige Container hier.
sondern oh, die Orientierung fällt mir gerade ein bisschen schwer. Oh mein Gott, Hilfe. There's a god. Hui, 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 hui. Das hier ist er, glaube ich. Watch the god. Der Container, da ist es, glaube ich, den wir brauchen mit der Fernsteuerung. Das ist auch machbar. Ja, die Kameras sind halt asozial ein bisschen. Aber machbar ist es. Machbar ist es. So. Da ist der nächste Kollege. Watch the guard. Der jetzt leider zu uns kommt. Den haben wir ausgebotet. Und das hier müsste es sein. Wo ist er? Da ist er. Mind the guard. Okay, okay, okay. Where the hell did this door come from? Sorry, gang. This wasn't part of Locke's intel. Ja. Das ist der mit der Fernsteuerung. Okay, da ist einer. Hier ist einer. Ah, schwierig. Schwierige Sache. Jetzt sieht man auch mal vor Schreck eine dicke Wumme. Der hat uns gesehen. Das ist ein Problem, denn jetzt gehen wir schon in die Durchsuchung. Verdammt. Wir dürfen nicht antworten, sonst wird der Alarm ausgelöst. Jetzt gehen wir in die Durchsuchung rein. Das heißt, wir dürfen den Wachmann unten doch nicht töten. Wie sollen wir das denn machen? Um ihn herumschleichen. Okay. Wir haben keine andere Wahl. Wir versuchen das. Wenn das nicht klappt, würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, ich gebe auf. Weil ich finde das so schwer hier, schon in der Theorie zu bestehen. Wir gehen jetzt hier unten lang. Sollte einfacher sein. Hier haben wir nur Kameras, oben haben wir wild rumlaufende Wachmänner. Hui, 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 hui. Worauf haben wir uns hier eingelassen? Wir sind jetzt in der Durchsuchung. Jetzt müsste es eigentlich schnell gehen. Aber so richtig schnell.
wird es jetzt nicht sein. Wir geben unser Bestes. Das ist das, was wir tun können. Für mich persönlich ist es jetzt der letzte Versuch. Für heute. Ich habe ja schon einmal gesagt, ich krieg das nicht hin. Aufgegeben. Nächstes Mal versucht. Und dann haben wir es doch hingekriegt. Manchmal muss man eine Nacht überschlafen. Aber ich finde das so unfassbar schwer, ihr Lieben. Ich finde das so schwer. Okay. Kamera. Bewegen Sie sich weg. Bitte. Sehr gut. Jetzt ist diese Kamera dran. Jetzt sind wir bei dieser Kamera hier. Immer schön im toten Winkel bewegen. Ach, der ist ja jetzt auch in der Durchsuchung. Ach du Heilige. Ja, damit ist es vorbei. Oh nö. Ja. Damit ist es leider vorbei. Hier hätten wir rangemusst in die Fernsteuerung. Also wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir dürfen uns nur nicht von den Wachmännern oben überraschen lassen. Und dann dürfen wir jetzt erst in die Durchsuchung gehen. Aber das ist so schwer, ihr Lieben. Das ist so unfassbar schwer. Und dann haben wir eine Minute Zeit. Eine einzige Minute. Zur ferngesteuerten Tür zu kommen. Alleine das finde ich schon schwer. Alleine das finde ich schon richtig, richtig happig. Puh. Ich würde tatsächlich sagen, ich gebe mich an dieser Stelle geschlagen. Ich habe es probiert. Ich habe es mit Eifer ausprobiert. Und ich gebe nicht hundertprozentig auf. Ich würde nicht ausschließen, dass wir es noch einmal versuchen, wie wir schon einmal gemacht haben. Die Release-Maps von Payday 3 haben wir alle auf Overkill gespielt und geschafft. Einmal habe ich auch aufgegeben. Und dann habe ich mich irgendwann nochmal rangesetzt. Und dann haben wir es hinbekommen. Eventuell klappt es hier auf selben Wege nochmal. Lasst mir trotzdem gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Ein Kommentar, der mich anheizt, der mir guten Mutes macht, indem ihr vielleicht sagt, wie es euch ergangen ist, diese Mission auf Overkill zu spielen. Ich finde sie echt happig. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns das nächste Mal bei diesem oder einem neuen Projekt wiedersehen.